Willkommen zurück zu einer neuen miefig-triefigen Folge, Freitag der 13. mit dem miefig-triefigen Kreis. Ich bin so schön und habe einen so wunderbaren Duft. Einen echt unangenehmen Duft. Ich habe mal dran gerochen. Ich war 3 Tage weggetreten. Naja, gut. Ich später dann orientierungslos im Wald gefunden. Das ist die Boxershorts, die du mir 96 geschenkt hast. Das ist, die kann ich doch nicht ausziehen. Immerhin hast du die vorher getragen in der Nacht davor. Das stimmt, ja, in dem Sommerlager, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, in dem Sommer. Da habe ich es ihm gegeben und habe gesagt, hier, riech mal meiner Short. Das war auf dem katholischen Schiff. Ein Jahr später haben wir gemeinsam die Kreuzfahrt gemacht. Gibt es eigentlich auch Kreuzfahrten für junge Leute wie mich? Oder ist das nur was für so alte Leute und schwule Pärchen? Nö, nö. Oh, hier liegt immer eine Flaregun und eine Flinte. Immer. In der Lodge. Hab bis jetzt immer dort genau so eine gefunden. So eine Flinte am Kamin. Auf so einer Trage. Ach so. Nee, ich hab. Ja, was ist das da? Es liegt auch oft eine Flinte am Kamin. Nee, es ist so eine unbequeme Bank. Also ein Sofa ist es nicht. Unbequeme Bank. Ich muss sagen, aber ich finde die Flare Gun irgendwie ein bisschen geiler, weil die ist so schön handlich. Oder? Die kannst du so schön, zack, ins Auge. Ja, ins Ohr, aber manchmal trifft die nicht das Ohr. Aber die brennt sich so schön rein. Und wenn die nicht das Ohr trifft, dann hast du ein Problem. Ich habe ein kleines Messerchen gefunden. Sag mal Bescheid, wenn du die Schiffsschraube findest. Wieso? Ihr wollt Türm gehen mit dem Boot? Ja, also ich würde das Boot tanken können jetzt. Ja, aber... Ich bin am Boot und tanke. Keine Schraube. Und hier bei mir ist der Killer. Ich habe einen Walkie-Talkie, vielleicht können wir das als Schiffsschraube verwenden? Vielleicht. Bis das Plastik nachgibt. Der neue Splatter, bis das Plastik nachgibt. Also ich bin aber schon, ich bin in diesem Minigame echt gut geworden. Aus Sparmaßnahmen hat Jason nur noch eine Gummimachete. Spammernamen? Spannermann? Spannermann? Sparmaßnahmen, Spammernamen, Spannermann. Hast du wieder einen Anfall? Du hast eine Spannermarm? Die Leute wissen nicht, dass wir hier gerade auch so marathonmäßig aufnehmen. Das ist ein Marathon, ja, das sollte man vielleicht dazu sagen. Ja. Und Kreis langsam irgendwie seinen Verstand verliert. Ja, ich weiß, ich kann auch nichts dafür. Also langsam, ich weiß nicht, brutzelt da oben alles durch. Alle Sicherungen sind gelöst. Oh, nee, das ist damals schon mit 14 oder so, vor 16 Jahren ist das schon passiert. Also bis jetzt keine Schraube, nur ganz viele Karten. Beil. Also, Beil habe ich gefunden, du. Beil, super Beil. Beil. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich halt hier in der Hütte was übersehen haben könnte. Eventuell ja. Aber eventuell Benzin und Schiffsschraube sind doch nicht in einer Hütte, das ist doch... Eventuell alles. Nein, das geht gar nicht, das ist total unwahrscheinlich. Alter, hier sind 4 Leute bei Jason und kloppen auf ihn ein. Warum ist hier mitten im Wald eine Decke auf dem Boden mit, keine Ahnung, was ist das, Thunfisch und Proteinpulver oder so und eine Kiste Bier? Ich weiß. Weil sich da ein Bodybuilder-Pärchen geliebt hat. Bodybuilder-Pärchen! Thunfisch und Proteinpulver und eine ganze Kiste Lightbier. Lightbier ist auch sowas völlig Amerikanisches, ne? Trinkt irgendjemand in Deutschland wirklich Lightbier? Nein, die Amis kennen das nicht. Wenn du Amis, also die meisten Amis, wenn die hier so zu Besuch sind und so, oder, ne, die bestellen Lightbier, das kennt hier kein Schwein, weil, also das hat hier kein Schwein. Weil das hier ja, keiner alkoholfrei trinkt. Alkoholfrei halt, ne? Nee, Light ist... Das verstehen wir aber darunter. Ja, genau. Wenn wir Light hören. Genau, für uns ist das quasi ein alkoholfreies. Oder zumindest für mein... Oh! Ey, hier ist eine ganze Bande. Also hier treiben sich alle rum. Hast du jemanden schreien gehört? Ich habe jemanden schreien gehört, aber niemand ist gestorben. Hast du eine Karte? Ja, ich komm zum Boot. Gerade das Treiben. Wie, komm. Hast du die Schraube? Ja, ich hab die Schraube. Ich muss hier an Jason vorbei joggen. Er hat eben gerade jemanden grün hochgezogen. Er hat einer voll Reuer. Das hat er gesagt, er braucht First Aid. Ich bin unterwegs. Ich bin noch ziemlich weit weg. Aber kein Jason im Moment. Also im Moment ist alles sehr ruhig. Ich habe Kracher und ein Messerchen. Oh, da hat jemand No gerufen. Hast du gehört? Ja, ja. No! Oh! Nee, bei mir kein hat Papier, weißt du? Nee. Kein Papier. Ist noch am Pressen. Jetzt, das Ausmaß wird ihm jetzt bewusst. Und dann sieht er, hat kein Papier.
die Schraube schon montiert? Nein, nein. Ich habe versucht, so ein bisschen inkognito zu bleiben, damit kein anderer mitkommen will. Sonst kommen alle. Die riechen nämlich schon die Lunte, weißt du, zwei Typen Richtung Boot. Ja, ja. Okay, du kannst ran, ich bin der Typ da oben. Ja, ich sehe dich. Also auf der Karte. Ich tanke noch ein bisschen Energie. Ich habe auch die Flinte. Also wir können ihn einmal flinten, aber Flinte funktioniert halt nicht im Wasser, ne? Nee, Wasserflinte gibt's nicht. Okay, ich muss erstmal hier meine Schenkel dehnen. Okay, ich baue die Schraube an. Es sollte eigentlich nicht allzu lange dauern. Ich glaube, einer will uns snitchen. Gibt es das Gefühl, der eine will uns snitchen? Right. Alles klar, ich komm. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm rein. Kennst du den Weg? Keine Ahnung, nein. Einfach hier lang. Jetzt durch, einfach durch, ja. Ich kann die Karte nicht mehr ausmachen. Gibt mir so einen Bug. Oh. Wir fangen in der Karte. Es geht dann im Grunde rechts, also geradeaus noch ein Stück und dann rechts. Ich sag's dir gleich. Ja, jetzt so rechts langsam. Ja, wir müssen an dem Felsen jetzt, vorbei. Jetzt rechts durch. Yes, yes, yes. Easy peasy. Easy peasy, Alter. Alter, der Mechaniker-Boy hat's wieder geregelt, ey. Das war ja geschenkt. Das war ja ein Geschenk, aber es gibt gut Punkte bestimmt, wenn man so relativ schnell, gibt's auch Zeit, aber Zeitbonus ist nicht so hoch, glaube ich. Nee. Aber guck mal, die haben auch die Bullen. Die haben die Bullen, ja, jetzt also müssen... Jason wird gerade ganz schön... Ey, Moment, mal, sind hier alles die Jersey Boys. Es sind alles die Jersey Boys, die ganze Bande. Für richtige Rocker-Bande hier. Wen guckst du dir an? Den Rocker und du? Ja, den Rocker. Und wen guckst du? Der eine sitzt auf dem Klo. Der Rocker. Siehst du den Rocker auf dem Klo? Ja, das war der, der geschrien hat wegen dem Papier. Ach so. Sind doch alle im selben Haus, oder? Ja, ne? Weiß ich nicht. Obwohl, nee, der andere ist woanders. Bro Barbecue ist woanders. Also ich hab... Wer denn vor? Ganz, ganz fies. Ganz fieses Positioning. Aber wie nice wir abgehauen sind, ey. Der eine hier, der Songwrite, ne, der blutet schon seit Anfang der Runde. Songbrit Elton? Elton? Elton John? Elton Song? Aber da ist doch auch der Jason in der Nähe, oder nicht? Die Mucke ist voll laut bei ihm. Ja, ja, ja. Ah, also da hinten sehe ich ihn. Ist nicht so der, er hat erst einen getötet. Ist nicht so der Jason, oder was? Oh, der eine wurde betrayed. Was ist getrayed? Betrayed? Weiß nicht. Ich kenne das Wort, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ich weiß nicht die hundertprozentige Übersetzung, deswegen... Oh, der will sich eine Axt-Battle beefen. Er hat ihn sogar erwischt. Und sogar umgenockt. Oh, ey, er schleicht hier seit einer Stunde durch den Wald. Der andere, warum sitzt er da auf dem Kackhaus und bewegt sich eigentlich nicht? Keine Ahnung. Sind so AFK. Macht irgendwas mit Bärenfallen. Ja, so AFKler. Das waren die Mills. Das war direkt in die Mills. Like Kantenschlag in die Mills. Right. Einer ist weg. Ich konnte ihn nicht mal mehr sehen. Ich habe nicht mal mehr den Milzschlag gesehen. Und aber die sind doch in einem Gebäude, oder? Das ist doch ein und dasselbe Gebäude, oder nicht? Nee. Keine Ahnung. Nee, ich weiß. Nee, ist was anderes. Der eine ist in diesem Lodge-Ding. Ja, weil die Lodge hat ja da hinten auch so ein Scheißhaus. Warum hat er jetzt Musik angemacht? Will er ihn herlocken und disrespekten? Hä? Ins Auge! Ins Auge! Hat ihm ins Auge geschossen! Die Sau! Hat ihm einfach ins Auge geschossen, die Sau! Aber die haben doch eigentlich keine Chance. Die müssten jetzt 10 Minuten abhauen, weil die doch überhaupt keinen Fluchtplan haben. Aber die haben Ding, die haben... Die Polizei ist da. Also die könnten jetzt fliehen. Ah ja. Aber wahrscheinlich denken sich die Cops, das ist der Ronny, den suchen wir und Feuer öffnen. Alter, ist einfach durchmarschiert. Na, aber er haut ihm aufs Gesicht. Respekt. Er sagt, dein Gesicht ist mir nicht gut. Da ist eine Karte drin, ich kann die Karte sehen. Oh, er hatte noch keine. Er hatte noch keine. Jetzt guckt er, wo die Bullen sind. Ah, okay, und jetzt will er ihn nochmal knüppeln, glaube ich. Ah, klar. Jason weiß nicht, wo er ist. Nee, Jason ist verwirrt. Oh, Jason wäre rausgelaufen. Hätte er mal nicht geknüppelt. War eine Fehlknüppelentscheidung. Feuerauge wieder. Das Feuerauge dauert lange.
Vor allen Dingen hat er jetzt schon zweimal im Auge da so ein Feuer gehabt. Das muss doch übelst prickeln. Wie viel Auge ist da wohl noch übrig? Wie viel Auge? Wie viel Augenschmalz bleibt da noch übrig? Sind da hinten die Bullen? Ist der einer bei den Bullen da hinten? Ich glaube, boah, da hinten ist ein Jason langgelaufen. Ja, die wollen alle zu den Bullen jetzt. Na klar, jetzt haben wir keine andere Wahl. Team Bullerei. Ja, da sind sie. Da sind sie. Die Jersey Gang, endlich wieder vereint. Ah ja, alle beide zusammen. Und der eine hat noch immer noch eine Flair, wenn der ihm damit jetzt auch noch ins Auge schießt. Guck mal, der wartet noch wahrscheinlich, um noch mal zu flairen. Oh mein Gott, was macht er denn? Ah, okay. Na, aber nicht ganz ins Auge geflairt, nee, aber... Nee. Kinn. Good job. Kinn Flair. Kinn Flair. Kinn Flair, der Wrestler, kennst du nicht? Kinn Flair, ja. Woo, hat er immer gemacht. Woo. Kinn Flair, klar, kennt man. Gucken, jetzt kriegen wir bestimmt nur 500 Punkte oder so. Wahrscheinlich. Yeah, I had someone trying to team aber game, wir konnten so niemanden mitnehmen, es waren zwei Sitzer. Zwei Schwimmer. Aber Mutter ist zufrieden, oder? Wie Mutter ist gut drauf. Gerade nur zwei, aber Mutter sagt, geht klar. Das geht klar. Ich habe 829, aber du hast bestimmt mehr. Ich habe 1010. Ja, klar, die Reparaturbonis. I got two new patches. Ja, bin ich mal gespannt, vielleicht in der nächsten Runde. Vielleicht in der nächsten Runde. Bist du der Pillermann vielleicht? Der Killer. Du bist ja auch so ein spanischer Besticker. Ich bin Besticker, ja. So ein spanischer Straßenbesticker. Ich habe schon früher deine Mutter auf den wilden Straßen von Madrid habe ich die gestickt. Madrider Straßenstricker, weißt du so? Ich stricke auf der Straße. Was? Sind Sie Stricher? Meinten Sie Stricher? Nein, Stricker. Straßenstricker. Kennen Sie das nicht? Straßenstricker, kennen Sie das nicht? Ich mache Pullover, Schals, Mützen. Ich habe Ihnen schön Schmetterling geschickt. Ja, und manchmal gehe ich zum Bahnhof und verkaufe Blowjobs. Also sind Sie doch ein Stricher. Nein, nein. Das ist was ganz anderes. Nur im Winter bin ich aktiv. Dieses Ohr, ne? Könnte man irgendwie so eine Zigarre rein? Ich guck jedes Jahr irgendwie kein... jedes muss Mal. Jedes Mal ins Ohr gucken. Das kann nicht anders. This can't be real. This can't be real. Close the door, rock-a-dude. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ganz einsam in so einer Hütte im Wald. Bin ich aber auch. Waldgeschwister. Penkerneckel, Waldgeschwister. Penkerneckel, Waldgeschwister. Und dann kommt der Oberfister. Und what? Dann... Was macht denn der jetzt auf einmal die Bärenfalle? Der hat die total verzogen. Ja, ich bin kein guter Fallensteller, wie es scheint. Gibt's ein Boot? Gibt's ein Auto? Zwei Autos, kein Boot. Ich hab ein Walkie-Tachi. Walkie-Tachi? Kinderschein davon. Walkie-Tachi. Walkie-Tachi. Den kleinen Kevin, den beobachte ich mit meinem Walkie-Tachi. Könnte aber auch irgendwie so ein Indianerstamm sein. Die Walkie-Tachis. Beim Gehen haben sie sich immer berührt. Die Walkie-Tachis. Der edle Stamm der Walkie-Tachis. Vom Lake Huha. Vom Lake Huha. Huha, hey. Huha, hey. Vom Huha, hey. Huha, hey. Das gucken Kinder heutzutage? Ja, das gucken sie. Das guckt ihr euch an, Leute. Also wirklich, verstehe ich nicht. Warum? Ich nicht. Warum macht ihr das? Alte Männer, die irgendwelchen Scheiß reden. Warum macht ihr das? Wenn ihr nicht guckt, wir hören sofort auf. Was ist das? Kein Problem. Ich hab hier so ein Tiger. Auf Tiger. Meiner Jacke. Bist du auch jetzt der Biker-Boy? Nee, ich bin immer noch der Sportler. Der Sportler, aber mit einer Tigerjacke, oder was? Mit einer Tigerjacke. Ich hehle Tiger-Yam-Yam. Tiger-Yam-Yam. Unten an der Street. Unten an der Tiger-Street. Ich bin bei Flat Rock, ne? Echt? Ich bin nur auch bei Flat Rock. Also in so einer Hütte? Am Flat Rock? Ich bin in der Hütte am Flat Rock, ja. Jetzt am Malamista Drive. Am Alamalamista Drive? Am Filifalafista Drive. Malavista Drive habe ich von South Park. Die sagen nämlich immer bei der Crackhütte unten am Malavista Drive. Ich finde Malavista Drive hört sich so geil an. Habe ich mal gegoogelt, ob es Malavista Drive wirklich gibt. Leider nicht, nein. Aha, das erfinden die doch alles. Aber es klingt doch geil, oder? Malavista Drive. Naja, aber sie wissen, wir müssen irgendwas erfinden, damit die Leute kein spezifisches South Park benennen können. Welches, was? Gibt es nicht so echte South Parks? Die dann sagen können. Stimmt. Ich meine, es gibt North Park, also wird es auch South Park geben, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ey, was ist denn besser? Basie, Machete oder Axt? Axt, glaube ich, oder? Max-Sache, ne? Also ich bin eher so der Baseball-Dude. Aber Axt ist Hammer. Beim guten Schwinger irgendwie drauf. So. Ich habe zwei Mal. In einer Hütte? Ich bin in einer Hütte drin. Ich hab nur ein Deo, aber ich habe kein Messer. Hast du ein Messer? Ich habe ein Messer, ja. Und zweimal Cracker. Ein Deo. Ich bin ein echter Cracker-Dude. Bist du gerade zum Auto gerannt? Nein. Okay, irgend so ein Dude ist eben gerade zum Auto rüber gejoggt. Oh, hier ist noch ein Messer. Nun lass ich doch die Cracker hier liegen. Oh Mann, ich könnte so ein Messer gebrauchen. Ich hab Ich hab zwei Messer, Cracker, eine Axt. Brzezinski. Brzezinski. Wo bist denn du? Hast du eine Karte? Ja, klar. Geh zu dem Auto bei... Du bist ganz links jetzt quasi, ne? Bei Hidden Putzel oder so, da Hidden Path. Ja, ich bin ganz rechts am Flat Rock in der Hütte. Holodory Path? Ja, keine Ahnung. Aber ich bin ganz rechts am Flat Rock in der Hütte. Hier ist noch ein Messer auf jeden Fall. Ist nur halt weit weg jetzt, ne? Aber ich geh jetzt mal zum Auto darunter. Da ist aber Jason. Ja, aber irgendwie müssen wir ja mal was fixen. Aber da ist der Jason. Ja, wo gehst du denn hin? Was ist denn dein Plan? Mein Plan ist jetzt, von hier aus gehe ich jetzt Richtung Norden zum Palmer's Pass in die Hütten. Ja, warte, dann treffen wir uns dort. Vielleicht finden wir noch mehr. Unten am Pamela's Past. Pamela's Vergangenheit. Also Harvest ist auf jeden Fall schon gerufen. Dadad. Ich bin jetzt bei der großen Hütte. Aber ich höre Musik. Bei mir ist eine Melodie. Ja, ich habe auch eine Melodie, aber irgendwie... Oh, hier waren schon welche. Hier ist schon was passiert. Hab ich hier. Geh ich mal weiter. Kohle. Ich hab Kohle gefunden. Geld? Richtiges Geld? Nee, Kohle. Smelt. Ich hab Autoschlüssel. Oh. Hä? Wieso teleportiert er sich hier so hin, komisch hin und her, der Typ? Wow, jetzt geht die Musik aber richtig steil bei mir. Hast du jetzt zwei Messer dabei? Ich hab zwei Messer und Knaller. Ich könnte dir ein Deo geben für ein Messer. Was soll ich mit einem Deo? Dann, ja, später hören wir uns. Was soll ich mit einem Deo, ey? Hier drüben ist eine Flare Gun bei mir in der Hütte. Na, ich hab eine Axt, die ist ganz geil. Wo bist denn du? Hier sind zwei Flare Guns, hier in der Hütte, bei Palmer's. Sollen wir uns da einfach verbunkern, 20 Minuten? Pamela's Past, da bin ich. Palmer's Past, also in der Hütte da, dann könnten wir, müsste ich jetzt da lang, oder? Ja. Ja, aber wie gesagt, ich hab Autoschlüssel. Alles klar, eine Sicherung ist rausgeklatscht. Also ich habe hier drei Flare Guns insgesamt. Ich bin ready. Ich sehe dich. Du machst Fenster gerade auf, hallo. Und links kommt der Killer. Der Killer kommt. Er will dich. Ja, er will mich. Aber wie gesagt, es sind so viele Flare Guns, er hat ein Messer reingeworfen. Ja. Oh nein, wieso? Oh fuck. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Das war jetzt nicht so schlau. Das war nur ein Versehen. Oh, er hat mich. Und ich habe kein Deo. No Deo. Was? Ich war schon frei. Alter, er verbrennt mein Face. Aber ich war schon frei. Der Balken war wirklich voll. Der Balken war komplett voll. Scheiße, ey. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Aber da sind drei Flare Guns drin. Vielleicht komme ich zurück als Tommy. Ich sehe dich. Oh, wow. Der kann mir gar nichts. Alter. Oh, Idiot. Idiot, hat er mich abgeknallt. Alter. Oh. Hat der dir eine Kugel gegeben. Aber nimm das Messer mit, der Huren. Alter Schwede, das gibt's nicht. Oh Mann, ich wäre doch entkommen. Wie doof die Leute sind. Ne, er hat das Messer nicht mitgenommen. Da liegt jetzt eine Axt und ein Messer. Bist du Jarvis? Nein. Aber Jarvis war called eigentlich. Aber war er schon im Spiel? Ne, noch nicht. Idiot. Also normalerweise müsste doch einer jetzt Jarvis werden, oder? Alter, meine Anzeige war auch voll. Meine Anzeige war voll. Die war auf jeden Fall voll und ich bin nicht rausgekommen.
so ein. Ja, Ding. Manchmal ist es dieser letzte, das letzte Drücken hat vielleicht gefehlt, weißt du, so zur voll und dann aktivieren, weißt du, das. Ja, aber warum wird denn niemand Jarvis? Ich weiß es nicht. Und sie steht hier so am Fenster, guckt in die Ferne, überlegt sich so, ha, hab ich noch genügend Katzenfutter daheim? Ich weiß es nicht. Ah, da, Jason ist drin. Noch ein wenig Chlorodax. Jason ist drin. Wow! Hast du den Crapper gesehen? Er hat sich einfach rausteleportiert. Bams und zack und Bams und tot. Alter! Heftig, heftig. Zack! Und enthauptet. Und da fliegt sie weg. Bei mir rollt nur der Kopf davon. Haha! Ist sie weggeflogen. Wie der Kopf den Berg darunter rollt. Alter, die Haare, es schleudert richtig. Ui! Da ist er weg. Ey, sie hockt da drin. Das ist ein gutes Versteck, der Raum, ne? Weil, scheint, ja. Weil dicke der Typ... Wände. Dicke Wände. Schau dicke dir mal die Wände. Wände an. Die sind ziemlich dick. Ja, aber die meisten sehen da wahrscheinlich auch nicht nach. Die gucken dann oben und in den Schränken und weiß ich nicht. Schauen dann in diese Küche rein, aber gehen halt nicht in diesen Wandschrank. Weißt Wenn du? Er ins Haus geht, dann sieht er auch nur, dass jemand im Haus ist. Ja, ja, genau. Wo. Er sieht halt, dass das Haus das leuchtet. Oh, da hat er sich den nächsten geschnappt. Skip to my Louis. Was macht er mit ihr? Oh, da gibt's hier so ein Dolch. Den Degenstich ins Auge. Alter. Alter. Junge, Junge, was ein Aber Degen. Die lebt noch. Das ist so ein Grillpiekser. Ja, ja. Ach, deswegen. Das ist so der Lagerfeuerkill, ne? Ja, ja. Den Grillpiekser rein. Hä? Sie ist bei mir verschwunden. Teleportiert. Teleport. Bei mir ist sie teleportiert. Ja, direkt der tote Teleport. Der eine steht hier noch in der Hütte. Ich glaub's nicht. Steht immer noch in der Ecke, hat sich eine Pfanne geholt. Denkst du, er macht das Ding? Meinst du, er macht das Ding? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, 10 Minuten auf ihn zu warten, aber... Das aber man ist, will es doch irgendwie wissen. Man will es doch irgendwie wissen, ja. Vor allen Dingen will ich ja auch meine Points haben, weißt du? Oh. Geh doch jetzt nicht da raus! Oh. Warum? Was? Der Pfann... Oh mein Gott, fataler Fehler. Oh, ich dachte, jetzt kommt so ein Mikrowellenkill oder so, Alter, der wäre geil. Was macht er da? Den Zahnarzt! Alter! Alter! Das hat doch noch so Schlodder. Abgeschmatzt. Schlodder an der Hand. Die hat mich gebissen. Ja, das war's schon wieder mit Freitag der 13. Oh, krasser Jason, Alter. Krasser Jason. Hat er alle getötet? Ja, ne? Jaw ripped, hacked, cooked, betrayed. Ja, ich glaube. Aber wieso wurde niemand Jarvis? Kein Javier, ich weiß nicht. Kein TJ. Ja, die Laubbläsergewerkschaft hat Nein gesagt. Nee, die haben es verboten. Gut, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, ihr kennt das Ganze. Hier, diesen Daumen drücken. Den YouTube-Daumen. Ach, das brauchst du ihnen nicht erklären. Die sind ausgeschlafen. Die wissen, wie das geht. Da bin ich mal gespannt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. Schinken.